Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Borussia Dortmund. Ja, heute steht der Auftakt in die Europa League an. Der erste Spieltag, schauen wir schon mal ganz kurz unsere Gruppe an. Und zwar sind wir Borussia Dortmund mit PAOK Saloniki, dem FC Krasnodar und Malmö FF in der Gruppe. Ich weiß, Malmö ist in Wirklichkeit nicht mit Borussia Dortmund in der Gruppe, aber das kleine Team, was sonst da drin wäre, das gab es leider, glaube ich, nicht in FIFA. Und ja, heute müssen wir gegen den FC Krasnodar. Wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden. Und würde ich sagen, wir labern nicht ganz viel drumherum. Wir legen auch direkt los und dann würde ich sagen, los geht's. Auftakt in die Europa League. Borussia Dortmund gegen den FC Krasnodar. Rein geht's in den Signal Iduna Park. Und damit herzlich willkommen zum Auftakt in die Europa League. Ja, Zeit wird's. Der neue Pokalschirm Borussia Dortmund steht ja dieses Jahr nur in der Europa League leider. Für die Champions League hat es nicht ganz gereicht, aber deswegen wollen wir umso mehr diese Europa League in diesem Jahr gewinnen. Heute der erste Gruppenspieler gegen den FC Krasnodar. Krasnodar ist ein Team aus Russland. Und ja, wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden. Borussia Dortmund ist natürlich der Favorit. Und wir sehen schon an der Aufstellung, es gab einiges an Veränderungen, weil ja, die Europa League dient einfach dazu, um mal die Reservisten auch zum Teil ranzulassen. Und hier sehen wir Marco Reus im Blickpunkt. Momentan ist er sehr gut in Form. Mal schauen, ob er diese Form auch heute wieder zeigen kann. Heute eine neue Position für Marco Reus. Ja, der muss momentan ziemlich viele Positionswechsel mitmachen, aber da muss er durch. Und ja, wir sehen Adrian Ramos und Aubameyang bilden heute die Sturmspitze. Roman Weidenfeller im Tor. Bürki nicht mit dabei. Aubameyang, Ramos die Sturmspitze. Dann Reus, Nurişay, Mkhitaryan, Bendermann das Mittelfeld komplett. Eric Durm, Lukas Piszczek, Subotic und Hummels machen die Abwehr komplett. Und wir sehen es. Ein bisschen neblig ist es im Stadion, aber es ist ein schönes Wetter hier am späten Abend in Dortmund. Und hier ist erstmal die Aufstellung der Gäste aus Russland. So, wir stehen ein 4-3-3-System, also doch ziemlich offensiv mit Wandersen vorne, Jairzinho links, Büsterov rechts und den Rest habe ich jetzt leider nicht mehr so schnell lesen können. Schade. So, Mats Hummels als Kapitän momentan in dieser Saison wirklich ein Fels in der Brandung in der Abwehr beim BVB und die, das Spiel kann jetzt also schon losgehen. Wir sind gespannt, wie stark der FC Krasnodar wird. Die Fans sind gute Dinge und dann würde ich sagen, legen wir los. Borussia Dortmund gegen den FC Krasnodar. Zeit zum Anstoß. Los geht's. Wir freuen uns auf einiges an Toren und dann schauen wir mal, ob wir hoffentlich unsere Erwartungen heute gerecht werden können. Wir wollen natürlich unbedingt gewinnen. Der Auftakt in der Europa League soll gut werden und wir wollen natürlich, ja, das ganz große Ziel ist natürlich der Pokalsieg. Es ist möglich, es wird zwar nicht einfach werden, weil es auch ein langer und anstrengender Weg wird. Aber es ist machbar. So, Sven Bender holt sich erstmal diesen Ball zurück. Bender außen statt jetzt Marco Reus, bekommt jetzt auch den Ball zugespielt. Reus, aber dann wird es zu eng. Da wollte er unbedingt abschließen, aber schafft es in dieser Situation nicht. Aber oh, Reus dann ein bisschen robust im Zweikampf. Freistoß für Krasnodar. So, und der wird von Sigurdsson ausgeführt. Oh, die Namen sind nicht einfach zu lesen, sage ich euch. Die haben echt ein bisschen komische Namen zum Teil. So, jetzt Kabore. Weiter geht's zu Wandersson. Und dazu Akhmedov. Hält erstmal die Kugel, bringt jetzt auf den Flügel zu Büsterov. Büsterov mit dem schönen Ball zurück, elegant. Mal schauen, was draus wird. So, Flanke in die Mitte und kommt leider eine freie Riesenchance. Roman Weidenfeller, nochmal eine Riesenchance, nochmal Weidenfeller, unglaublich. Puh, 8 Minuten gespielt, krass. Und damit der ersten Riesenchance hier. Und Roman Weidenfeller, der darf ja in der Liga momentan eher weniger ran. Aber in der Europa League, da zeigt er, wie gut er immer noch ist. Wahnsinnsparade von Weidenfeller. Nächste Flanke. Oh, die kommt als Torschuss. Latte! Dortmund muss sich ein bisschen zusammenreißen. Krasnodar beginnt hier bärenstark. Hat hier drei Riesenchancen. Und die nächste kommt schon. Dortmunds Abwehr wirkt heute nicht so sattelfest. Und wieder muss Weidenfeller ran. 4 Chancen in den ersten 12 Minuten für Krasnodar. Und hier nochmal die richtige Entscheidung. Ja, der Ball war nicht im Tor, ganz klar zu sehen. Da kratzt ihn Weidenfeller irgendwie noch von der Linie. Glanzvoll pariert. Aber weiter geht's mit Eckball für Krasnodar. Die sind gut drauf. Mit dem hätten viele hier nicht gerechnet, dass Krasnodar so offensiv drauf geht. Weiter Abwurf findet Adrian Ramos. Ramos, weiter geht's zu Mkhitaryan. Konterchance jetzt für den BVB. Jetzt Mkhitaryan mit dem Pass auf die andere Seite. Das war nix. Der war weder für Marco Reus noch für irgendeinen anderen. Was das sollte. Gute Frage. So, jetzt wieder Krasnodar am Ball. Die beginnen hier wirklich sturmvoll.
Sie wollen hier scheinbar den BVB ein bisschen überrollen. Das haben sie auf jeden Fall in den ersten 15 Minuten sehr gut geschafft. Und sie wollen weitermachen. Sie wollen sich das Tor jetzt verdienen. So, Krasnodar auf dem Weg nach vorne. Guter Ball in die Mitte. Und wieder muss Weidenfeller ran. Das gibt's doch nicht. Wieder muss Weidenfeller ran. Die Abwehr beim BVB wirkt heute löchrig ohne Ende. Die Mission Europa League erweist sich als richtige Herausforderung am heutigen Tage. So, nächster Eckball. Und Krasnodar hätte sich mittlerweile die Führung mehr als verdient. Und Weidenfeller wieder am Ball, fliegt wieder und hält den nächsten Ball. So, und jetzt Sven Bender mal auf den Weg nach vorne. Da startet Aubameyang, der bekommt jetzt die Kugel, Aubameyang. Oh, und dann kommt er nicht vorbei, aber er bekommt zumindest den Einwurf. So, vielleicht jetzt mal die Chance für den BVB, hier mal einen Angriff aufzubauen. Und dann der Ballverlust von Ramos, aber wird gefährlich. Aber Krasnodar macht das heute sehr, sehr gut. Sie haben sich sehr gut auf Borussia Dortmund eingestellt. Sie lassen nichts hinten zu. Und vorne sind sie brandgefährlich. Nur im Abschluss, da haben sie mit Roman Weidenfeller wahrscheinlich nicht gerechnet. Aber jetzt die nächste Chance. Schön durchgespielt und da kommt der Pass ein bisschen zu ungenau. Und Weidenfeller am Ball. Dann schon weiter zu Eric Durm. Heute auf dem linken Flügel statt Marcel Schmelzer. Ist nur die Schein am Ball. Er geht zu Aubameyang. Aubameyang. Das wird bei Dortmund so ein bisschen hilflos. Also ich glaube, die sind hier wirklich ins Spiel gegangen. Ja, Krasnodar, die fahren wir mal locker weg. Aber das, was Krasnodar hier bietet, das ist aller Ehren wert. Mit dem hätten hier nicht viele gerechnet, glaube ich. Und jetzt nächster Ballverlust, diesmal von Subotic, der da ein bisschen auf Abwägen ist. Und jetzt wieder Krasnodar am Ball über Petrov. Weiter geht's nach vorne zu Jorginho. Der will sie jetzt durchsetzen. Schön gemacht, schön gemacht. Petrov am Ball. Und die Flanke kommt wieder rein. Weidenfeller nicht ganz sicher diesmal da, aber diesmal kann die Abwehr parieren. So, jetzt werden wir die Konterchance. Jetzt kann vielleicht mal Dortmund diese Chancenverwertung von Krasnodar ausnutzen. Jetzt Bender. Weiter geht's zu Aubameyang. In der Mitte ist Ramos ein bisschen zu weit weg vom 16er. Aubameyang kann hier nicht so richtig gestoppt werden. Aubameyang. Und dann zögert er zu lange mit der Flanke. Sigurdsson ist sicher zur Stelle. Und es ist bereits eine halbe Stunde gespielt. Und Borussia Dortmund hinkt wirklich dem Spiel so ein bisschen in der. So, jetzt kurze Variante mal wieder. Die hat sich in den letzten Spielen eigentlich ganz gut ausgezeichnet. So, jetzt Mkhitaryan. Oh, Mkhitaryan wird ein bisschen geschubst. Und dann, dann hätte er sich vielleicht in dieser Situation fallen lassen können. Das wäre eine gute Chance gewesen auf einen Elfmeter vielleicht, wenn er sich da fallen lässt. Aber wollte er nicht. Er wollte selber weitermachen. Ballverlust und jetzt Dortmund wieder am Drücker. Über Nuri Sahin. Schön vorbeigegangen, Nuri Sahin. Zu Aubameyang, was macht er denn? Ist vielleicht ein bisschen überrascht, dass er da an den Ball kommt. Der Verteidiger schlägt vorbei an Aubameyang. Oh, da trifft er den Ball nicht richtig. Riesenchance hier auf einmal für den BVB, weil der Verteidiger ein Luftloch schlägt. Und deswegen Aubameyang an den Ball kommt. Riesenchance. Knapp vergeben. Das war ganz knapp. So, und jetzt weiter geht's. Ball geht erstmal nach vorne. Krass, und da probiert er wieder, aber diesmal Lukas Piszczek auf der Hut. Und Piszczek mit dem weiten Schlag nach vorne. Jetzt Adrian Ramos im Zweikampf. Kann sie hier durchsetzen, aber kann den Ball nicht behaupten. Aber er bekommt zumindest den Einwurf zugesprochen. So, jetzt muss der andere Ball erstmal entsorgt werden, der was noch auf dem Spielfeld liegt. Und die erste Halbzeit neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende. Dortmund tut sich unglaublich schwer. Gegen den russischen Vertreter Krasnodar. Jetzt Eric Durm auch mal mit vorne. Weiter geht's zu Reusen. Das ist heute nicht unbedingt das Spiel vom BVB. Ich glaube, die sind so von Krasnodar beeindruckt, dass sie ein bisschen Platz sind. So, jetzt nächste Chance für die Gäste. Über Petrov. Petrov spielt aber die Kugel mal da hinten. Und Dortmund versucht hier sofort dazwischen zu gehen. Aber sie schaffen es nicht. Die Russen haben sich gut eingestellt. Jetzt Büstrov am Ball. Büstrov. Da geht Hummels jetzt ran. Hummels holt sie die Kugel. Und verliert sie wieder. Oh, Hummels, das sieht ja nicht gut aus. Und dann ist die Riesenchance. Vielleicht nochmal kurz vor der Halbzeitpause für den FC Krasnodar. Zieh die Mitte rein. Und dann wird er abgefälscht, der Ball. Und Lukas Piszczek schön mit dem in Freiungsstadt. Aber der Ball ist sofort wieder rein der Gäste. Also es ist unglaublich, was hier Krasnodar macht. Was für ein Pensum die hier aufbieten an Fitness. Und jetzt, kurz vor der Halbzeitpause nochmal der Ballbesitz, aber das soll es eigentlich jetzt gewesen sein. Es gibt zwar 2 Minuten oben drauf, aber die sollten jetzt eigentlich auch rum sein.
Und jetzt nochmal die Chance, vielleicht für den FC Krasnodar, aber diesmal Nuri Schein hilft hinten mit aus und der beide Befreiung schon. Das war's. Also, die erste Halbzeit hat einiges an Überraschungen gebracht. Borussia Dortmund wurde überrollt vom FC Krasnodar. Man kann bei Dortmund wirklich vom Glück reden, dass es hier noch 0:0 steht. Krasnodar hatte mal richtig große Chancen am heutigen Tage. Und wie gesagt, Dortmund ist im Glück. 0:0 ist ein gutes Ergebnis momentan für den BVB. Und mal schauen, wie das jetzt in der zweiten Halbzeit weitergeht. Hält Krasnodar dieses heftige Tempo durch? Oder macht die Fitness jetzt dann schlapp? Hier die anderen Ergebnisse, aber das schauen wir uns dann mal nach dem Spiel an. Wir schauen dann immer die deutschen Vertreter an. Schalke zum Beispiel 0:0. Wo haben wir denn Augsburg? Ich schau mal ganz kurz durch. Den FCA. Sehe jetzt gerade nicht, egal. Wir machen weiter. So, was haben wir denn alles in der Halbzeitpause zu machen? Reus ist heute nicht so gut drauf, wie ich mir erhofft habe. Werden wir vielleicht mal überlegen, dass ich ihn vielleicht wieder auf links rüberziehe. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Und dann geht es auch schon weiter. So, mal schauen, wie die zweite Halbzeit weitergeht. Krasnodar, können die das Tempo aufrechterhalten? Weil das war jetzt schon echt ein heftiges Tempo. Oder vielleicht macht die Fitness jetzt dann bald nicht mehr mit. Oder vielleicht gibt sich Dortmund jetzt endlich mal kämpferisch und halten dagegen. Ja, das, was sie in der ersten Halbzeit geboten haben, das war ja schon ein bisschen abartig. Zum Teil. So, jetzt. Der Krasnodar, Reus holt sich die Kugel hier nicht in der Situation und schon wieder die Chance hier. Schön durchgespielt und jetzt die Riesenchance und beiden Fälle kann ich parieren. Da ist die Führung für Krasnodar. Absolut gerecht, ist die Führung geht mehr als in Ordnung. Der FC Krasnodar geht in Führung gegen den BVB. Es geht total in Ordnung. Dortmund ist heute nicht gut drauf. Die haben heute wirklich einen ganz schlechten Tag. Gut durchgespielt, da ist keiner bei ihm und Roman Weidenfeller. Irgendwann, da kann er ihn nicht mehr halten. Irgendwann muss er sich geschlagen geben. Und da ist die Führung für die Gäste. Und jetzt muss Dortmund natürlich ein bisschen mehr tun. Mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Krasnodar, es ist verdient. Es ist einfach so brutal verdient. Die haben die erste Halbzeit dominiert. 49. Minute. Pavel Mamaev mit dem Tor für den, ja, für den Außenseiter, hätte man gedacht. Aber sie sind momentan kein Außenseiter. Sie sind mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser heute drauf. Und jetzt Adrian Ramos probiert es alleine und verliert hier den Ball. Es ist so ein bisschen, es ist verhext, möchte man fast sagen. Dortmund macht hier kein gutes Spiel, obwohl sie dann die letzten Spiele in der Liga eigentlich ganz gut absolviert haben. Aber heute die FC Krasnodar einfach vielleicht ein bisschen zu überraschen, dass die heute so drauf gehen. So, jetzt Marco Reus mal auf dem Flügel am Ball. Marco Reus mit der Flanke, die ist eigentlich schlecht, aber kommt ein bisschen komisch rein, den 16er. War vielleicht leicht abgefälscht, Ball geht ins Aus und Dortmund muss natürlich jetzt drücken, keine Frage. Der BVB muss jetzt drücken, wenn sie hier noch einen Punkt mitnehmen wollen. Und sie kommen über Sven Bender. Weiter geht's zu Lukas Piszczek, ab nach vorne zu Adrian Ramos. Ramos im 16er, Adrian Ramos lässt hier den ersten stehen. Ramos, die Riesenchance zum Ausgleich! Kann sie nicht nutzen, nochmal Ramos! Tief durchatmen bei Krasnodar. Dortmund wehrt sich auf einmal. Zeit wird's. So, jetzt Einwurf für Schwarz-Gelb. Gut gemacht, klasse Situation entschärft und jetzt Adrian Ramos. Weiter geht's zu Bender, wieder zu Ramos. Der wacht jetzt auch mal ein bisschen auf, jetzt Aubameyang. Weiter geht's zu Marco Reus. Reus, Reus und der Torwart. Endlich, endlich sehen hier mal was ein bisschen vom BVB. Es wird Zeit und Dortmund, und den hält er mit dem Kopf. Es ist unglaublich, Dikan im Tor hält den Ball mit dem Kopf. Skurrile Szene. Und die nächste Ecke vom BVB. Wieder über die kurze Variante. Nuri Sahin am Ball. Ja, dann braucht es ein bisschen zu lange. Nuri Sahin. Oh, was macht er denn jetzt? Jetzt wollte er woanders hinpassen. Da steht Mkhitaryan im Weg. So, Mkhitaryan mit der Flanke. Ist gut, aber der Torwart rechnet damit. So, Stunde ist rum. Der Druck von Krasnodar ist abgebrochen. Jetzt zurück Dortmund. Klar, Krasnodar führt. Die müssen jetzt natürlich nicht mehr drücken. Und jetzt der Fehlpass. Da kommt Ramos nicht ran. Aber Hummels holt die Kugel zurück. Und jetzt Bender. Bender, wieder Fehlpass. Es sind so Bälle, die tun jetzt nicht unbedingt weh. Aber die sind nicht schön. So, jetzt Büsterhoff. Hängt hier erstmal Nuri Sahin ab, der kann nicht mehr. Flanke ist gut und Weidenfeller ist da. So, jetzt Abwurf nach vorne. Und dann kann dieser Ball nicht da hinkommen, wo er hinkommen soll. Jetzt kommt der Tor mal ein bisschen raus. Das ist das Ganze mal ein bisschen spannender, aber alles gut geregelt. Und jetzt weiter geht's auf der anderen Seite. Jorginho. Flanke ist gut, Flanke ist gut und wieder Weidenfeller draußen. Also Weidenfeller wirklich in der bärenstarken Leistung.
Er weiß natürlich, er kann sich wahrscheinlich meist nur in der Europa League auszeichnen in dieser Saison. Weil der Bundesliga hat Bürki wahrscheinlich Vorrang, aber jetzt Aubameyang mit dem Pass, mit dem schönen Lupfer zu Mkhitaryan, Mkhitaryan, Mkhitaryan. Oh, da wird ein bisschen im 16 bedrängt. Holt sie Kuhne. Mkhitaryan, Riesenchance, nicht der Ausländer, die Latte. Die Latte rettet hier für Krasnodar. Aber Dortmund versucht dran zu bleiben, verliert hier allerdings den Ball. Und jetzt geht die andere. 20 Minuten sind es noch. 20 Minuten noch Zeit. Und jetzt nochmal ein Riesenlauf hier von Bistroff gegen Hummels. Oh, Hummels fault ihn, ja. Ah, jetzt nur ein Freistoß. 20 Minuten sind es noch. Dortmund endlich mit den ersten Torchancen. Aber warum erst so spät? Das ist die ganz große Frage. Und Hummels sieht gelb. Der Kapitän beim BVB sieht gelb. Ist das schon die erste Niederlage in der Europa League? Der FC Krasnodar hat wirklich die erste Halbzeit dominiert. Aber Dortmund kämpft sich jetzt mittlerweile ran. So, Wechsel bei den Gästen. Und wir werden jetzt auch mal langsam wechseln. So, Kabore geht. Kaczynski kommt. So, und jetzt auch die ersten Wechsel beim BVB. Wir sehen schon, ja, die sind nicht zufrieden. Nuri Sahin, Adrian Ramos, Marco Reus geht raus. Kevin Volland, Shinji Kagawa und Donald Braille Mbolo kommen neu aufs Feld. Und jetzt laufen hier schon längst die letzten 20 Minuten. Jetzt müssen sie hier was tun, wenn sie noch einen Punkt mitnehmen wollen. Es wäre eine kleine Sensation, das kann man nicht anders sagen. So, jetzt aber erstmal Freistoß und Krasnodar wechselt auch mal. Also lauter Wechsel jetzt. So, jetzt geht's aber endlich weiter. Freistoß nun für die Gäste. Schöne Variante. Lupfer in die Mitte und nächste Riesenchance. Da verliert Kagawa, glaubt das Kopfballduell. Wieder eine Riesenchance hier. Mann, oh Mann. Nee, Kagawa war es nicht. Irgendjemand anders. Weiß jetzt aber gar nicht wer. So, jetzt. Viertelstunde noch. Viertelstunde ist hier noch im Signal Iduna Park zu spielen. Und Dortmund liegt zurück. Und die kommen jetzt natürlich. Die Fans kommen jetzt auch nochmal. Jetzt muss es einfach gelingen. Wenn es jetzt nicht gelingt, dann gibt es heute 0 Punkte für den BVB. Mbolo. Mbolo. Mbolo! Packt einfach mal aus der zweiten Reihe den Hammer aus. Aber der Torwart pariert glanzvoll. So, ein Einwurf Dortmund. Die drücken jetzt natürlich. Es ist klar, sie wollen hier den Punkt mindestens noch mitnehmen. So, Sven Bender. Bender. Schon wieder auf den Flügel. Lukas Piszczek. Piszczek wieder zu Bender. Bender unten ist jetzt mal Kagawa bereit. Kagawa. Legt vor für Aubameyang. Nein, der trifft ihn nicht richtig und wird nur abgefälscht. Und er ist der einzige Torschütze bis jetzt an diesem Tag. Mamaev geht raus, Pereira kommt. Und es gibt nicht mal den Eckball. Ach komm schon. Aubameyang. Ach, schade, so 8 Minuten noch. 8 Minuten noch. Das wäre die erste Saisonniederlage in einem Pflichtspiel für den BVB in dieser Saison. In der Bundesliga lief es bis jetzt ganz gut. Aber in der Europa League, da ist ein schwerer Start und nächster Freistoß für Krasnodar. So, jetzt geht natürlich alles nach vorne beim BVB. Das Risiko auf einen weiteren Gegentreffer ist natürlich extrem hoch. Aber das müssen sie eingehen, dieses Risiko. Hummels gewinnt das Kopfball. Und was ist jetzt? Lass doch weiterlaufen, du Schiri. Ach komm schon, lass doch weiterlaufen, du Pfeife. Mein Gott, das wäre eine gute Chance gewesen. Jetzt Sven Bender. 5 Minuten nur noch. 5 Minuten nach. Am letzten Spiel dagegen Hannover 96 gab es ein Tor in der 89. Minute. Und jetzt die Riesenchance. Mkhitaryan im Zelt. Hendrik. Mkhitaryan. Jawohl, der Torhüterfehler. Mkhitaryan in der 88. Minute. Da ist der Ausgleich für Borussia Dortmund. Aubameyang sieht Mkhitaryan. Der zieht einmal kurz zurück. Der Torwart hat verdeckte Sicht. Oh, der sieht da glaubt nicht viel. Und dann ist er auch ganz schwer zu parieren. Mkhitaryan. Trifft hier der Torwart, ja wie gesagt, die Sicht war verdeckt und zwar extrem. Und Hendrik Mkhitaryan mit dem Ausgleich für den BVB zumindest ein Punkt. Das wäre schon mal wichtig. 87. Minute. So, weiter geht's. Spiel ist noch nicht rum. Dortmund ist gut drauf. Und Krasnodar, ja, die haben einfach diesen Druck zu schnell abfallen lassen. Aber jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen, nicht dass wir nur in den Konter reinlaufen. Krass und da mit der nächsten Chance. Kommt über die linke Seite. Jetzt Jusinho. Weiter geht's wieder in die Mitte. Oh, gut gespielt. Sehr gutes Passspiel. Jetzt sind wir richtig fair. Hummels. Wo kannst du diesen Ball hier nicht sichern? Nochmal der Abschluss. Gibt's nochmal Eckball? Ich glaube nicht. Die Nachspielzeit läuft schon. Nein, es gibt keinen Eckball. Da war niemand mehr dran. Ball geht vorbei.
Und jetzt vielleicht noch eine Chance, maximal eine Chance für Dortmund. Und die kommen über Kevin Volland. Von dem haben wir bis jetzt noch gar nicht viel gesehen. Volland, und da wird er vorbeigedreht. Nee, ich glaube, das war's. Dortmund muss sich hier wahrscheinlich mit einem Punkt maximal zurechtgeben. Außer Krasnodar macht hier doch nur das Tor. Ein V-Spiel vom BVB läuft auf Vorteil weiter. Ab geht's nach vorne. Hummels kommt da nicht ran. Nochmal die Chance jetzt vielleicht für die Gäste. Schön nochmal gespielt und dann nochmal der Torabschluss und das war's. Tief durchatmen beim BVB. Die Europa League gestaltet sich als extreme Herausforderung in dieser Saison. Der BVB gegen Krasnodar trennen sich 1:1. Zum Schluss, ja, möchte man sagen, es ist ein verdientes Unentschieden. Ich weiß, ich fand Krasnodar richtig stark. Und er hier, Henrik Mkhitaryan, der Joker, er kam und macht das Tor. Zumindest ein Punkt. Ja gut, ein Sieg wäre natürlich schöner gewesen, aber wie gesagt, es ist ein Pokal, in der Gruppenphase kann man auch mal ein paar Punkte liegen lassen. So. Dann schauen wir weiter. Ja, Krasnodar, ich fand sie auch stark, ehrlich gesagt. Krasnodar hätte sich wahrscheinlich den Sieg mehr verdient gehabt. Aber ich bin mit dem Unentschieden zufrieden. Weidenfeller, bester Mann heute. Da gibt es nichts dagegen zu sagen. Weidenfeller hat überragend heute pariert. Ich glaube, wenn wir den nicht gehabt hätten, dann wären wir in der ersten Halbzeit schon 3-4-5-0 untergegangen. So, hier die anderen Ergebnisse. Ich weiß, die waren jetzt schnell weg, aber bis wir die alle durchschauen, da dauert es ewig. So, jetzt müssen wir unser BVB erstmal ein bisschen motivieren. Nach dem kleinen Rückschlag müssen wir jetzt wieder ran. Wir schauen mal ganz kurz auf die Europa-League-Tabelle. So, und das sieht wie folgendermaßen aus. Ajax, Fenerbahce haben gewonnen. Rubin Kazan und Sion haben gewonnen. Oh, Liverpool hat verloren. Jürgen Klopp, was ist da los? Dortmund unentschieden. Saloniki, PAOK hat gewonnen. Jetzt ist Neapel und Midtjylland hat auch gewonnen. Villarreal und Elfsborg auch mit dem Sieg. Wenig unentschieden eigentlich. Hier Braga gegen Groningen unentschieden. Marseille mit dem Sieg. Southampton und Rosenborg gewonnen. Besiktas und blablabla. Wo sind die ganzen deutschen Teams? Tottenham gewinnt hier. Wo haben wir? Schalke gewinnt auch. Was macht der FCA? FCA verliert. FC Augsburg verliert gegen Athletic Bilbao. Gut, gegen Bilbao kann man auch verlieren. Die sind schon ziemlich gut. So, wir haben hier mal ein bisschen was. Und was haben wir hier? Ach, Norwegen. Oder ist es Norwegen? Ja, das ist Norwegen. Lehnen wir mal dankend ab. Dann simulieren wir weiter. So, wir haben eine Nachricht. Bürki möchte beim nächsten Mal gerne wieder im Tor stehen. Ja, wird aber wahrscheinlich dürfen. Gut, in der Bundesliga sieht es wie folgendermaßen aus. Wir sind auf Platz 2. Der FC Bayern München hat schon ein Spiel vorgelegt. Es sind 3 Punkte vor uns. Das heißt, wenn wir unser Spiel gewinnen sollten, dann kommen wir auf jeden Fall punktgleich wieder mit dem FC Bayern auf Platz 1 vor. Und ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Beim nächsten Mal müssen wir gegen Bayer Leverkusen. Mal schauen, wo die stehen. Die stehen, glaube ich, gar nicht so weit oben auf Platz 12 momentan. Also die hängen auch in der Krise momentan. Ja, beim nächsten Mal auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Dortmund gegen Leverkusen. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Macht's gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.